Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen im Fichtenwald. Die Fichte hat eine lange Tradition als Heilmittel. Und bis heute sind die Fichtenharze und auch ihre Nadeln eine beliebte Grundlage für viele medizinische Produkte, zum Beispiel für Badezusätze, für Salben und Cremes oder auch für Teemischungen. Die Fichte ist bei uns weit verbreitet, in dem Fall ist das die Rotfichte. Es gibt natürlich viele weitere Arten. Die Fichte ist ein immergrüner Nadelbaum, sodass wir uns das ganze Jahr über Fichtenzweige für einen frischen Fichtennadeltee holen können. Dabei ist es wichtig, die Fichte auf jeden Fall von der giftigen Eibe unterscheiden zu können. Wenn ihr aber bei euch eher Kiefern habt oder Tannen, dann kann man auch die Zweige davon für einen gesunden Tee benutzen. Deswegen lohnt es sich, die heimischen Nadelbäume einwandfrei bestimmen zu können. Denn einer davon kann uns umbringen und die anderen können uns heilen. Das kann man so zusammenfassen, denn sowohl die Fichte als auch die Tannenarten, die Kiefern, auch die Douglasien, die können wir als Heilmittel nutzen und aus deren Nadeln könnt ihr euch genauso einen heilsamen Tee zubereiten. Von der Eibe sollten wir allerdings die Finger lassen, denn die enthält, wie gesagt, für uns tödlich giftige Stoffe. Da habe ich mit Rocco schon mal ein Video gemacht, wie man die Eibe von der Fichte sicher unterscheiden kann. Das verlinke ich euch hier oben und in der Videobeschreibung. Die verschiedenen Arten von Tannen kommen in meiner Region nicht natürlicherweise vor. Deswegen kann ich die euch hier nicht im Wald zeigen. Allerdings hat man zurzeit gute Chancen, beim Weihnachtsbaumhändler auch verschiedene Tannenarten zu sehen. Da könnte man sogar auf die Idee kommen, seinen Weihnachtsbaum anschließend noch als Heilmittel zu nutzen. Ob das eine gute Idee ist, darauf gehe ich am Ende des Videos nochmal ein. Die Fichtennadeln enthalten richtig viel Vitamin C, was immunstärkend und antioxidativ wirkt. So kann man Erkältungen vorbeugen und das Abwehrsystem im Allgemeinen fördern. In Fichtennadeln stecken auch viele heilsame ätherische Öle. Diese wirken antimikrobiell, schleimlösend und beruhigend. So können wir sie bei Erkältungssymptomen benutzen, insbesondere bei Atemwegserkrankungen wie Husten und Bronchitis. Einige Inhaltsstoffe sind auch als Antioxidantien bekannt. Diese dienen dem Schutz unserer Zellen und wirken somit als allgemeines Anti-Aging-Programm. Die Fichtennadeln enthalten auch Flavonoide. Sie wirken entzündungshemmend und wirken sich auch positiv aus auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Auch bei Stress, bei Schlafproblemen und bei leichten Schmerzen ist ein Fichtennadeltee hilfreich. Tannine und Harzsäuren sind in den Fichtennadeln enthalten. Sie wirken antiseptisch, entzündungshemmend, aber auch zusammenziehend. So hilft uns ein Fichtennadeltee zum Beispiel bei Verdauungsbeschwerden wie Magenkrämpfen oder Völlegefühl. Durch diese Inhaltsstoffe können wir den Fichtennadeltee aber auch äußerlich anwenden als Umschlag. Dazu nimmt man ein Stück Stoff, taucht das in den Tee und gibt das zum Beispiel auf Wunden und entzündete Stellen. So ein Umschlag kann auch helfen bei rheumatischen Beschwerden. Einen kräftigen Fichtennadeltee können wir auch als Badezusatz benutzen. Er wirkt sowohl beruhigend als auch entspannend. Er hat auch eine durchblutungsfördernde Wirkung. Das kann nach einem langen Tag und zur Entspannung besonders wohltuend sein und auch bei kalten Füßen und kalten Händen helfen. Auch bei Muskelverspannungen und Stresssymptomen empfiehlt sich ein Badezusatz mit Fichtennadeln. So ein Bad in Fichtennadeln kann natürlich auch helfen bei Entzündungen, bei kleinen Wunden der Haut oder auch bei anderen Hautproblemen. Für äußerliche Anwendungen wird aber auch gerne das Harz der Fichten benutzt. Früher war das eine wichtige Grundlage für viele Industriezweige. Und bis heute ist es eine beliebte Zutat in Salben und Cremes zur Wundheilung. Das Fichtenharz enthält auch wertvolle Säuren, Terpene, phenolische Verbindungen, ätherische Öle und Flavonoide. Diese zusammen wirken wunderbar zur Wundheilung, zur Behandlung von Hautirritationen, aber auch bei rheumatischen Beschwerden. Auch bei Atemwegserkrankungen und zur Linderung von Husten kann man so eine Salbe auf die Brust auftragen. Sie dient aber ebenso zur Desinfektion. Die ätherischen Öle wirken beruhigend und entzündungshemmend, deswegen können sie auch zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen benutzt werden. In der Mythologie wird die Fichte oft in Verbindung gebracht mit der Göttin Freya. Sie steht für Fruchtbarkeit, Liebe und Schicksal. Das verleiht dem Baum eine starke symbolische Bedeutung als Lebensspender und Beschützer. In einigen Sagen wird die Fichte auch als Wohnsitz von Geistern und Göttern angesehen. Vielen bekannt ist die Nutzung der Fichte als Weihnachtsbaum. So ist es in vielen Kulturen Brauch, sich in der dunkelsten Jahreszeit einen Fichtenbaum ins Wohnzimmer zu holen
und so verströmt er sein tolles Aroma mit seinem zitrusartigen Duft und seine grünen Zweige sind ein Symbol für Leben und Hoffnung. In vielen Volksbräuchen und Ritualen wurden die Harze und auch die Zweige der Fichte für Räucherung benutzt, um böse Geister zu vertreiben und die Gesundheit und den Wohlstand zu fördern. So ist das Harz der Fichte im Grunde so etwas wie der Weihrauch, nur eben unsere einheimische Variante. Häufig steht die Fichte auch als Symbol für Beständigkeit, Frieden und ewiges Leben. Sie wird oft als Metapher benutzt für Stärke und Unbeugsamkeit. Kommen wir zu der Frage, ob es eine gute Idee ist, die Weihnachtsdeko im Anschluss noch weiter zu nutzen als Heilmittel. Sicherlich habt ihr einige Fichten- oder Tannenzweige in der Wohnung oder ihr habt den Adventskranz aus Nadelbäumen. Wenn ihr einen Weihnachtsbaum habt, ist der höchstwahrscheinlich auch eine Fichte oder eine Tannenart. Im Grunde ist es ja eine schöne Idee, die Nadeln von Fichten und Tannen nach der Weihnachtszeit einfach für den eigenen Teevorrat zu trocknen und aufzuheben. Dafür sollte man auf jeden Fall wissen, wo das Grünzeug herkommt und ob es in irgendeiner Form behandelt wurde. Selbst die Deko für Adventskränze oder schöne Reisigzweige können besprüht sein mit Substanzen, die für längere Haltbarkeit oder mehr Glanz sorgen oder auch ein intensiveres Aroma erzeugen. Und auch die Weihnachtsbäume, die im Handel angeboten werden, stammen häufig nicht aus einem naturbelassenen Wald, sondern die stammen vom Acker von einer Plantage, und dort wird natürlich auch mit Dünger und Pestiziden hantiert. Das heißt, die können auch gesprüht und gespritzt sein mit Sachen, die wir keinesfalls in unserem Tee haben möchten. Und selbst wenn die Weihnachtsbaumplantage biologisch wirtschaftet, solltet ihr darauf achten, wo sich die Plantagen befinden. Bei uns finden die sich nämlich ziemlich häufig an stark befahrenen Straßen. Das heißt, die Bäume haben dann auch die Giftstoffe von unserem Verkehr in sich aufgesammelt und auch das sollten wir nicht zu uns nehmen. Wenn ihr euch die Weihnachtsdeko aber selber besorgt habt oder wisst, dass sie aus unbedenklichem Anbau stammt, dann halte ich es für eine gute und nachhaltige Idee, diese dann auch weiter zu nutzen, zum Beispiel für den eigenen Teevorrat. Ja, die Fichtenwälder hatten in den letzten Jahren keine gute Presse. Auch bei uns ist hier im Wald das dauerhafte Hintergrundgeräusch dieses. Hier hat es sich gerecht, dass die Fichten in Monokultur angepflanzt wurden und die großen Schäden und Verluste durch den Borkenkäfer, durch die Dürrejahre und zum Teil auch durch manche Sturmschäden, die haben jetzt hier große Lücken hinterlassen. Und da das ein Forst ist und kein Wald, wird hier auch das ganze Totholz noch wirtschaftlich genutzt und verkauft und so tragen wir Menschen jetzt auch wieder die ganzen Nährstoffe hier aus dem Wald heraus. So wird die Fichte auch, wenn sie schon tot ist, noch gerne weiter genutzt, als Bauholz oder auch als Feuerholz. Für mich hat es noch den einen Vorteil, dass ich mir zumindest jede Menge vom Fichtenharz hier einfach sammeln kann. Hier seht ihr unser Gold des Waldes und wenn ihr wissen wollt, wie man Harz reinigen kann in der Alex-Version, dann schaut doch gern noch dieses Video. Ja, ihr Lieben, jetzt wünsche ich euch eine erholsame Zeit bei leckerem Fichtennadeltee. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!